Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Und erinnert euch vielleicht, letztens hatten wir doch einiges an Zeit in der Mine verbracht und dann dieses Orklager gefunden, wo wir, tja, wie formuliere ich das mal politisch inkorrekt, mit der typisch heimischen Gastfreundschaft der Orks begrüßt wurden, sprich Drohungen. Und ich habe gesagt, wir versuchen auf die Türme da hochzukommen. Hoch klappt gerade nicht so gut, wie ihr seht. Ist ja mir freundlich gesinnt. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Und du? Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Wenn man nicht gierig ist, hält es genug. Oh, ein Lehrbuch. Huch, das war ich eher so. Light Armor, nehmer. So, und jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Wir sind ja hier ein bisschen rumgepurzelt. Ja, ich glaube, der Weg führt hoch zu diesen Türmchen. Was auch immer das für ein Ort ist, das werden wir gleich sehen. Sehen können wir sie mit bloßem Auge jetzt gerade noch nicht. Naja, so viel geht dann jetzt ja auch nur nicht kommen, oder? Das ist ein gerader Weg, die Sicht ist einigermaßen gut. Das hier sieht eigentlich aus nach einer Höhle, aber ist nichts eingezeichnet. Hier gehe ich noch ein bisschen langsamer. Vor allem in den Gefilden sind Eistrolle gerne mal unterwegs. Da ist ein Drachenwesen. Oder zwei sogar. Ich weiß nicht, was da auf dem Boden liegt. So, versuchen wir es mal mit Bombardement. Ja, schön zielen. Oh, hi. Es ist dunkel. Hat er mich blind gemacht oder sowas? Okay. Tramanrokdir. Tja. Aber er hat Drachenknochen. Alles klar. Ernsthaft? Bin ich so dick, dass ich hier hoch springen muss? Gut. So, ein pennt der oder ist der tot? Tetras sind die auch, okay. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gekillt. So, wir wollten ja zu den zwei Türmchen. Hier ist nochmal Erz. Gold sogar. Wo sind denn aber diese Türme dann? Da unten irgendwo, okay. Ja, ich sehe dich. Ja, chill, Moment. Dass die auch immer keinen Humor haben, ne? Ich glaube allerdings, der ist schwach genug, dass wir den mit Feuer ein bisschen ärgern können. Wir haben deswegen unseren Skill auch hochbekommen. Ich wollte eigentlich den erstmal ausnehmen, aber gut. Die sehen alle gleich aus. So. Wo ist er jetzt denn? Da. Sehr schön. So. Die Türme und eine Jagdhütte. Der linke Turm scheint ganz nah zu sein. Wenn ich mich bewege, bewegt er sich schon mit. Das sieht aus wie ein Detra-Schrein. Hier sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich mache das sicherheitshalber eine Safe. So, der linke. Finde den Schrein vom... Oh, Boetia. Und finde den Boetia-Kult. Die Sache ist die, die werden wahrscheinlich nicht friedlich gesonnen sein, oder? Auf, da steht ja einer. Wenn der einen Namen hat, werde ich den mal ansprechen. Ansonsten zeige ich dir mal, wie ein Deutsch funktioniert.
ernsthaft? So. Okay, ich glaube, die sind böse. Allerdings wurde schon gesehen anscheinend. Wollt ihr euer Kanon gegen mich auf die Probe stellen? Irgendwas sieht mich. Und mag mich nicht. Ja. Wir lassen mal die Kampfmusik und ignorieren die großzügig. Wenn uns was angreifen will, wird sich das schon melden. Von Klettern hier war so geschickt es geht, also wahrscheinlich so gut wie gar nicht hoch. Drache? Wo? Ich habe nichts auf dem Radar. Kultisten werden wahrscheinlich auch nichts zu sagen haben. Jetzt frage ich mich aber, was ist denn das Zeichen denn hier? Ist das so der Art nur der Eingang, der hat dann nochmal einen eigenen oder? Pillar of Evocation, okay. Kann ich bestimmt nicht, weil ich nicht die nötigen Schreie habe, ne? Genau. So, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Skooma. Nehme ich mit. Auch wenn es verboten ist, lange ich mich nicht erwischen lasse, ist alles gut. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Ja, es ist eine Art Kult. Wir wissen es, klar, aber wir fragen trotzdem. Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Wer ist Boetia? Wir wissen es, aber wir fragen trotzdem. Der Fürst der Pläne, Herrscher der Nationen, Verschlinger von Trinimach, die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung. Gut, dass der kein Bewährungsformular schreiben muss. Stell dir schon vor, das muss er eintragen. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Ich brenne vor Tatendrang. Eigentlich will ich nur das Artefakt, aber ja. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrank. Befehlt euren Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Na klar, machen wir trotzdem. Das bleibt abzuwarten, dass wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Finde den Wait so cool, locke jemanden in die Fänge des Schreins und morde ihn. Das ist kein Ding. So, die haben ein Tagebuch dabei gehabt. So, Tagebücher sind, wer hätte es gedacht, unter Bücher. Tagebuch. Hieß doch auch das Tagebuch, oder? Hier hätte ich gerne. Da, das müsste sein.
Sonnenhöhe. Ich bin Aranya, kaistische Historikerin. Meine Forschung über uralte Artefakte hat mich durch die Sande von Elsweyr, den Walenwald und nun schließlich in den unwirtischen Lutten von Himmelsrand geführt. Das Objekt meiner Begierde ist Goldbrand, ein goldenes Katana, das angeblich von den Drachen geschmiedet wurde und die Kraft des Daedra-Fürsten Boetia verkörpert. Die Klinge ist durch viele Hände gegangen und befand sich zuletzt im Besitz von Kaiser Titus Medi, dem Zweiten, der sie angeblich bei der Rotring-Schlacht einsetzte. Danach brachte Medi der Zweite oder einer seiner Gefolgsleute Goldbrand zum Grab des ursprünglichen Besitzers Sividor zurück, eines Kriegers der Nord aus alten Zeiten, der die Drachen verteidigt hatte, und dort in Sividors Ruhe soll sich das Schwert nun befinden. Man erzählt sich, Medi der Zweite hätte gespürt, dass er nicht das Recht besaß, es für sich zu beanspruchen und es daher zu den Personen zurückkehren sollte, der es erstmals anvertraut worden war. In den kaiserlichen Archiven ist nichts über den genannten Standort von Sividurus zu finden. Auf einer Mission, die sich um wertvolle Fracht drehte, habe ich jedoch ein seltsames Schreiben und eine Karte entdeckt. Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich um die einzigen Aufzeichnungen über die Rückgabe von Goldbrand nach Himmelsrand und die Karte führt zu Sividurus, da sich in einer Höhle im Gebirge gleich nördlich von Windhelm befindet. Basierend auf meinen dortigen Funden habe ich erst einmal andere Dinge zu erledigen und werde mich auch auf einige Reise begeben müssen. Die Ergebnisse sind in einem separaten Tagebuch dokumentiert. 15 der letzten Saat. Langsam glaube ich, ungewollte Aufmerksamkeit erregt zu haben. Eine Gruppe gefährlicher Kultisten, die den Daedra-Fürsten Boetia verehren, versammelt sich angeblich nahe Windhelm. Das Wissen über den Ort, an dem sich Goldbrand befindet, wäre zweifelsohne von Interesse für sie. Ich habe schon das Gefühl, die immer gleichen Gesichter zu sehen, wenn ich Fremden auf der Straße begegne. Ich sollte vorsichtig sein. Ja. So, dann gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir pinnen die Aufgabe natürlich erstmal an. Entschuldigung, so. Eigentlich will ich zum Tagebuch, ja. Kommt da gerade auch nicht hin. Achso, doch, Entschuldigung, das ist hier so. Oh, das hat eine eigene Questreihe oder steht es einfach nur weiter unten? Nee. Da, wo jetzt erst ruft, stimmt nur. So. Das suche den Posten des Verräters ist ja aber auch ganz in der Nähe, angeblich. Und trotzdem nichts zu sehen. Das ist immer so eine Sache. So, wenn die Kampfmusik mal weggehen würde, wäre schön, dann könnte man nämlich schnell reißen. Und ich habe ja schon jemanden im Auge, den ich nicht brauche, den wir opfern können. So, ich renne jetzt einfach mal durch die Gegend, bis hier irgendwie Ruhe einkehrt. Da sind noch ein paar Bauernhöfe. Oh, aber da ist auch noch eine Ruhestätte und so, okay. Die Bauhöfe pinne ich jetzt aber noch ab, ohne die großartig zu untersuchen. Da gibt es in der Regel nicht viel. Ich kann natürlich mit dem Bauern mal reden. Vielleicht haben die noch irgendeine Quest. Aber ansonsten ist es eigentlich eher unspektakulär. Es sind noch ein paar Wölfe. Haben die mich schon gesehen? Ne, das war jetzt wegen meinem Vögelchen. Okay, ich nehme es zurück, so ein Husky. So. Oh, boah, blaue Bergblumen. Habt ihr nur Hundefleisch? Ja gut, dafür habe ich keine Verwendung. Da wir das ja nicht waren, habe ich jetzt meine Hände weg. Da, wir können hier Weizen ein bisschen klauen. Was ist das für ein Bauernhof, dass hier überall Goblins sind? Okay. Cool. Ist wie eine Sportart. So.
gut, Gewicht 0 und hat Wert. Das macht es natürlich immer ganz reizvoll. Wo auch immer der ist. Warum ich nicht über so einen Mini-Zaun hupfen kann, ne? Ich könnte auch vorbeilaufen, das mache ich jetzt auch, aber prinzipiell stellt sich die Frage, warum kann man nicht Jogwürzen sein? 70 cm höchstens hupfen? So, falls die Bauern noch leben, kann man ja mal mit denen reden. Ich hoffe, das funktioniert, was ich mir geplant habe für das Opfer. Novize ist eigentlich auch kein Problem. Zack, auf damit und rein. Holz mit jemandem reden. Ja, ja, sitz. Hund kann mich ja wohl kaum anzeigen. Oh, aber angreifen könnt ihr mich. Echt? Die gelten als Zeugen? Das ist natürlich krass. Okay, das wusste ich noch nicht. Das muss ich mir die Zukunft mal merken. An sich aber extremst lächerlich. Der Hund wird dir ja wohl kaum was berichten können. Ja, was soll jetzt, wir haben genug Geld, zur Not zahlen wir das Kopfgeld einfach. Dann hat sich das Problem erledigt. Aber wie gesagt, ein bisschen lächerlich ist es schon, habe ich nicht mit gerechnet. Aber was Besseres passiert mir als euch. Dann wisst ihr es schon mal. Dass wenn ihr euch etwas aneignen wollt und ein Hund das sieht, das ein Verbrechen ist. Immer noch lächerlich, sorry. Reite ich jetzt tatsächlich ein bisschen drauf rum. So. Weizen ist auch immer ganz gut, vor allem für Heiltränke. Hühnerei, glaube ich, konnte man auch verwenden. Das machen wir dasselbe nochmal. Okay, hier sieht mich wirklich auch gerade keiner. Eine Vieh von Wert ist hier natürlich nicht zu holen, keine Frage. Ich hatte eigentlich, wie gesagt, gehofft, dass ich mit jemandem reden kann, aber... Was soll's? Irgendwas muss er dabei rausspielen, wenn ich schon hergehe. Ja, die Rucksäcke haben auch immer ganz gut Wert. Ja, fürs Verhältnis ist das schon okay. So. Dann gehen wir jetzt nach Weißlauf. Ups, die Karte müssen wir da so machen. Hier ist angeblich eine Aufgabe, kehre zu Kehr zurück. Ach ja, das können wir aber jetzt noch wirklich noch nicht machen. Das können wir auch nicht machen. So. Ich muss nach Briesenheim, meine Heimat. Ich
Bin auch ganz gespannt, wo der neue Teil spielt. Skyrim ist jetzt ja nicht so ganz meins, so Winter Hauptthema. So. Hey. Was benötigt ihr, mein Tane? Geht voran. Ja, ich brauche deine Hilfe. Du kannst mir helfen, einen legendären Gegenstand zu besorgen. Oh, das ist so toll, mein Tane. Wie kann ich das tun? Ja, wir müssen was besiegen, was töten. Oh, das klingt gut. Wenn du wüsstest. So. Genug fiese Bösewicht-Alliteration rausgehauen. Schrein von Boetia. Ist nur die Frage, muss ich erstmal mit denen reden? Ist sie bei mir? Ja. Wer bist du? Kultist. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Tja. Sollten wir dann vielleicht noch genau durchlesen, was passiert? Vielleicht vorher speichern. Ich glaube nicht, dass ich so viele Versuche habe. Was machst du? Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe stellen? Chefin nicht da? So, damit es jetzt nicht schief geht, weil wir nur einen Versuch haben. Speichern wir. Ich lese mir das nochmal durch. Und dann wird mal geschaut. So, ich soll jemanden, habe ich. Ihn die Opfer soll berühren lassen und ihn dann, wenn er von deren Zauber gefangen wurde, ermorden. Danach wird eine Boetia erscheinen. Alles klar. Ihr müsst das für mich tun. Was denn? Was braucht ihr? Ja, du sollst. Verstanden. Ah, so, die muss nur leuchten. Nein, komm her. Warte dort. Verstanden. Es ist nur zu deinem Besten. Zu meinem Besten. Ich glaube, das hat funktioniert. Boetia? Hallo? Tja, das hat wohl nicht so geklappt. So, okay. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Man braucht wohl die Klinge der Opferung, damit das klappt. Die denke ich nämlich gerade gefunden zu haben. So, zweimal. Okay. Hey, was soll denn das? Ich bin immer noch da. Na schön, was denn? Ah. Hi, Lydia. Ach, okay, so. Fleisch zu tragen ist so widerlich. Ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt, Sterblicher. Das ist äußerst unklug. Sag. Weshalb habt ihr dieses Geschöpf, das euch Vertrauen schenkte, hier auf meinem Schrein getötet? Wer seid ihr? Man nennt mich Boetia. Die Sterblichen haben mir viele Namen gegeben, doch Namen interessieren mich nicht. Mich interessieren nur Taten. Seid ihr eine Art Gott? Ein Gott? Ganz gewiss nicht.
Wann habt ihr zuletzt Beweise für die Existenz von Aedra auf dieser Welt gesehen? Nein, wir Daedra sind viel mächtiger als jeder Gott. Und unter meinen Brüdern bin ich der Gefürchtetste. Meine Gründe gehen euch nichts an. So ist es. Aber ich ertrage nur jene, deren Wille mit meinem in Einklang steht. Jene, die sich meinen Wünschen widersetzen, sterben den schrecklichsten aller Tode. Ich habe keine Angst vor euch. Tatsächlich. Hört mich an. Ich benötige einen Krieger. Es kommen nur die unbarmherzigsten, durchtriebensten und gewandtesten in Frage. Ihr habt euch Nacht für Nacht hier versammelt, Trottel auf meinem Schrein geopfert und euch die Zeit mit ziellosen Übungskämpfen vertrieben. Doch wer von euch ist den anderen wahrhaftig überlegen? Beweist euch mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für denjenigen, der am Ende übrig bleibt. So, ich muss mal kurz die Gute unterbrechen. Ich hatte die nämlich gerade schon gekillt gehabt, auf sehr strategische und lustige Weise. Das hat nicht gezählt, leider. Deswegen mach's so, ich töte jetzt mit dem Dolch, aber sicherheitshalber setze ich noch für die linke Hand eine Heilung. Du bist nervig. Ganz ehrlich, ohne um die eigenen Waffen zu kämpfen, ist echt nervig. So, komm. Ich hab diesmal fair gewonnen. Okay, irgendwas buggt die Quest hier. Ich hab den Dolch auf jeden Fall. Ich hab die Kollegen alle erwischt. Versteckt sich noch irgendwo einer? Aus irgendeinem Grund erscheint Boetia nicht. So, bin wieder da. Und wieder einmal scheint hier nicht viel los zu sein. Gucken wir auf die Karte, was sagt die uns denn? Umgebungskarte. Töte die anderen Kultisten? Ist da noch einer? Vom Berg hoch? Wenn ja, wie kommen wir da hin? Okay, da habe ich noch was umgeschmissen anscheinend. Na gut, versuchen wir den Berg hoch zu kraxeln. Aber eigentlich kaum vorstellbar, wie sollte er da hochgekommen sein? Komm schon, das kleine Stückchen noch. Ja, komm, 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 komm. Ach Mann. So, kleinen Moment. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Das ist unglaubwürdig. Das ist ja auf der anderen Seite vom Berg fast. Ich will jetzt ganz ehrlich sein, ich hab keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich muss jetzt auch tatsächlich mal kurz orientieren. Der Blick ist gut.
Aber es ist nur ein ganzes Stückchen entfernt und da ist ein Haufen Wände und... Ich bin mir nicht sicher, wie wir da hinkommen. War ich denn schon mal bei den Abhang? Gut. Alles klar, und kommen natürlich bei dem Berg, ne? Muss man fairerweise sagen, sieht alles gleich aus. Vor allem, das sieht gar nicht mal so steil aus hier, aber man hat doch Probleme. So, ich weiß, wir haben uns entfernt insgesamt. Aber wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Und es wird von oben einfacher werden als von unten. Das bin ich mir definitiv sicher. Du kannst nicht diese Richtung gehen. Okay. Hallo, du unsichtbare Mauer. Ja, das ist natürlich besonders schön. Okay, das kann nicht sein. Dropstone. Gut, wir müssen also irgendwie dahin kommen, ohne dass wir über den Berg dürfen. Das will ich tun. Ja. Karte, wo sind wir? Wir sind schon dran vorbeigelaufen. Wohin jetzt? Hä? Daher, wo wir hergekommen sind? Ja, hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. So, nach Süden. Also über den Berg irgendwie. Ich will jetzt ehrlich sein, dieses Rumgesuche, das ist gerade echt nervig. Da fragt man sich, was gibt das dem Spiel? Ja, okay, auf den Hang da oben irgendwo also. Aber der ist doch so steil, da kommen wir doch gar nicht hoch. Vor allem habe ich ernsthafte Zweifel, dass da oben jemand ist. Weil wir haben nach wie vor das Problem, wie ist derjenige da hingekommen? Komm schon, irgendwo. Wenn es nur ein Stück ist. Nee, das war falsche Richtung, ich wollte höher. Werf meinen Weg auf die Spitze hoch, das ist mir auch recht. Komm schon, komm, irgendwie da hoch. Tatsächlich, da ist noch jemand. Okay, dann können wir jetzt die Quest wahrscheinlich spielen. Das war anstrengend. So, Bombardement. Gut gemacht. Ihr habt
habt eure Willensstärke und euer schwindlerisches Talent unter Beweis gestellt. Ihr habt Brutalität und Geschick im Kampf gezeigt. Es ist nun Zeit für eine letzte Prüfung. Seid ihr dazu fähig, eure Ehre beiseite zu legen und mit der verborgenen Klinge zuzuschlagen? Klar, meinetwegen. Ich habe keine Verwendung für geistlose Sklaven. Meine Diener verfolgen ihre eigenen Ziele. Doch sollte ihr Wille nicht stark genug sein oder mit meinem nicht ausreichend in Einklang stehen, dann vernichte ich sie einfach. Womit wir bei meinem aktuellen Anliegen wären. Mein bisheriger Champion erregt mein Missfallen. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Auf althergebrachter Art. Um wen geht es? Ich spreche seinen Namen ungern aus. Etwas, das einen Namen besitzt, an den man sich erinnern kann, lässt sich nicht auslöschen. Gut, dann wo finde ich ihn eben? Ihr werdet ihn in seinem Versteck am Meereskamm finden, wo er sich als König von Banditen und Wegelagerern aufspielt. Was hat er getan, um euch zu verärgern? Er hat eine Zeit lang seinen Zweck erfüllt, doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Er missbraucht meine Geschenke zum eigenen Vergnügen. Und das einzige Vergnügen, das ich dulde, ist meines. Das finde ich sehr egoistisch, aber meinetwegen, machen wir. Tötet sämtliche Mitglieder seiner Bande. Erledigt das möglichst leise und unauffällig. Denn hier geht es nicht um euch. Ihr seid lediglich mein Werkzeug. Ermordet ihn kaltblütig. Lasst ihm gar nicht erst die Würde einer Gegenwehr. Sobald seine kalte Leiche auf dem Boden liegt und jegliche Spur seiner Anhänger ausgelöscht ist, holt ihr euch meine Ebenerzrüstung. Ein Geschenk, das meinem wahren Champion vorbehalten ist. Ja, das waren doch schöne letzte Worte mit einem tollen Ausblick. Ja, und da würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Gott sei Dank konnten wir den Bug ausmerzen. Und damit macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss.